Wenn sich mehrere runde Geburtstage in einem Unternehmen vereinen, gibt es ein großes und buntes Volksfest auf dem Gelände der Mediengruppe Magdeburg in Barleben. Die Volksstimme gibt es seit 125 Jahren, den Generalanzeiger seit 25 Jahren und seit 20 Jahren liefert die Biberpost Briefe und Drucksachen in die Briefkästen weit über die Region hinaus. Die Volksstimme ist die einzige Tageszeitung zwischen Ahrensee und Köthen, zwischen Marienborn und Gentin. Täglich werden 180.000 Exemplare gedruckt, die im Abonnement gelesen oder am Zeitungskiosk gekauft werden. Die Volksstimme lese ich vorm Frühstück. Die wird elektronisch schon reingeladen, sodass ich also gleich informiert an den Frühstückstisch gehe und schon die ersten Dinge mit meiner Frau austauschen kann. Jeden Früh um 7 Uhr. Mann, solange ich lebe, habe ich die Volksstimme. Von besonderem Interesse war der komplexe Herstellungsprozess, denn das Druckzentrum in Barleben ist eines der modernsten in Europa. Den Besuchern wurde auf dem Rundgang durch das Haus alles gezeigt und alles erklärt, angefangen vom Papierlager über den Druck, der insgesamt 18 verschiedenen Regionalausgaben, bis hin zum halbautomatischen Zuordnen der Werbebeilagen und der Qualitätskontrolle. In den Räumen der Redaktion wurde gezeigt, was alles notwendig ist, um jeden Werktag neu interessante Geschichten und aktuelle Berichte aus aller Welt und aus den Dörfern der Region zu einer leserorientierten Zeitung zusammenzustellen. Der lokale Teil, das ist wichtig, also der Region passiert. Wichtig ist mir zum Beispiel der Lokalteil und natürlich auch das Hauptblatt, wo das Aktuelle und Sport ist für meinen Mann wichtig. Auf den Bühnen gab es ein buntes und unterhaltsames Programm mit Sport, Artistik und jeder Menge Musik. Ende des Tages waren knapp 15.000 Besucher gekommen, um ein Geburtstagsfest rund um ihre Zeitung zu erleben, und sie gingen zufrieden nach Hause.